sollte. So, das passt noch nicht. Perfekt. Dann gehen wir mal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So. Dann vielleicht noch hier einen kleinen Anbau. So als Katzen-Ecke oder so. Oder das wird einfach nur die Garage. Keine Ahnung, ich baue das jetzt mal so kreativ wie möglich. Oh, 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 oh. Wir müssen da, glaube ich, den letzten Schritt kann ich mal löschen. Deleten. So, und ich glaube, hier gehe ich dann rüber und hier rüber, weil die brauchen ja auch noch einen Garten. Oh mein Gott. Das Dach sieht eigentlich geil aus. Ich glaube, ich lasse es so. Aber als erstes, ja, meh, kommt ein Boden rein. Ich glaube, ich versehe das ganze Haus mit einem einzigen Teppichboden, außer natürlich den Stall. Der kommt einzeln in einem abgetrennten Bereich. Und da kommt Holz rein. Das kostet ja nicht mal was. Und da mache ich auch gleich mal die Lampen rein. Dann machen wir den Stall mal als erstes. Aber ich... What the fuck? Gut, ich brauche noch ein paar Screenshots für Thumbnails. Vielleicht, hier. So. Oh, nein, nein, da wollte ich doch gar nicht drauf. Nein. Ich habe jetzt Folge 1, Folge 2, Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4 ist es jetzt, glaube ich zumindest. Könnte sein. Naja, ist ja auch egal. Wir beleuchten erstmal hier mit Deckenlampen Deluxe. Oh Gott, welche nehmen wir denn da in dem Stall? Was nimmt man da für Lampen? Auf keinen Fall Kerzen, das könnten ja die Pferde umschmeißen und dann der Stall zu brennen anfangen. Oh, das ist schon wieder eine Kerze. Nehmen wir einfach mal die hier. Sind Fenster in so einem Stall? Ich habe ja keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir noch Wandbeläge. Die sieht man ja jetzt eh nicht. Ich glaube, ich mache die aber relativ so, ja. Genau. Sieht zwar auch nicht so wunderbar toll aus, aber wie soll man es denn anders machen in einem Stall? Stall. Tierbedarf. Pferde. Also entweder diese Pferdebox. Oh Gott, die passt ja gar nicht rein. Ach du Heilige. Stellen wir mal hier kurz ab. Wechseln in den Modus. Zu nah an Grundstücksgrenze. Was? Warte mal. Leute, das geht aber nicht. Was? Da muss ich die Wand... Kann nicht mit der rechtwinkligen Ecken gezogen werden. Dann Hammer-Tool. Delete this, please. Wende. Geht doch. Sag doch, dass das geht hier. Nein! So. Entschuldigung. Hier über das Ganze und der Boden auch über das Ganze. Kostet nicht mal Geld. Aber jetzt... Was zum...
Was passt denn da nicht? Das passt doch perfekt hier rein, oder? Ah, jetzt will ich es. Die Lampen stören ihn. Ja, genau. Dann brauche ich die Lampen woanders. So, hier wieder die Lampen. Wie soll ich bitte hier oben... Die haben Vorstellungen. Soll ich etwa da oben eine Lücke lassen? Für ein Dachfenster oder so? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann können wir aber hier noch gleich mal eine Tür reinbauen. Säulen, Feuerstellen, oh Gott. Oh mein Gott. Dafür ist... Ich glaube, ich baue gleich mal hier einen zweiten Stock drauf. Mal gucken, was mit dem Dach jetzt ist. Naja. Sieht auch nicht so toll aus mehr. Aber was will man machen? So oder so. Ich glaube, eine einzelne Tür reicht nicht. Und dann machen wir nochmal einen kleinen Screenshot. Und ich glaube, jetzt mache ich in dieses ganze Haus, um Stromkosten zu senken, viele, viele, viele Fenster rein. So, so, so. Oh Gott, das bringt der hier gar nicht. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich will hier Licht drin haben. Warum ist denn das so dunkel? Gut. Der Boden sieht irgendwie komisch aus. So. So. Und hier vorne kann ich da auch nehmen. Oh, die sind ja blau. Oh mein Gott. Naja. Was ist da los? Wie groß sind die jetzt? Geil. Die sind ja größer. Witzig. Hatte ich bis jetzt noch nie. Da kommt die Tür rein. Kann man hier ein Fenster hinsetzen zum Stall. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann noch hier und hier. Davon kommt ja eine Tür zum Stall rein. Dann kommt noch hier ein Fenster hin. Ich bin in einem regelrechten Fensterrausch. Fenster, Fenster, Fenster! Ja, ich glaube, das reicht. Ja, lass ich mal absichtlich frei. Fenster, Fenster, Fenster. Ich habe immer Angst, dass ich zu wenig Screenshots mache und dass das nicht für die Thumbnails reicht. Das ist natürlich... Partys, verschiedenes Unterhaltung. Ach Quatsch, ich will doch Beleuchtung. So. Mal in das ganze Haus hier soll ich die Lampen malen. Die sind schon einfach tierisch, die Lampen. Aha. So, hier und hier. Und hier und hier, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert aus, aber ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Hier und hier und gleich zum Eingang und hier. So, dazu jetzt noch Wandbelag, der möglichst kratzsicher ist gegen Los Katzos. Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht so, ja, machen wir mal easy peasy. Und von außen würde ich gerne so eine Holzoptik haben. Verkleidungen. Mhm. Also was kannst du natürlich nicht über zwei Stockwerke machen mit dem Stein hier unten. Das sieht mir zu zerfallen aus, ja. Zu viereckig. Perfekt. Das sieht doch mal geil aus, oder? Findet ihr das Haus geil? Ich finde das Haus irgendwie richtig geil. Geil, 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 geil. Och ne. Ich höre jetzt auf geil zu sagen.
Ich habe sogar schon Vorstellungen, wie ich das dann mache mit den Tieren und mit der Küche und so. Die leben ja direkt am Menschen, direkt am Craddock, die Tiere. Hier nicht so einzelne Räume oder Stall, sondern die leben direkt mit ihm da. Hier gibt es wieder keine gute Mitte. Böse. Komm, in die Mitte, in die Mitte. Nein, fick dich. Oder wir nehmen die Tür. Was denn das für eine Tür? Oh Gott. Gott, oh Gott. Nee, hier, da muss man keine Mitte mehr finden. Aber die sieht scheiße aus. Hier, die hatten wir gerade, oder? Ja. Was ist mit der? Nee, die sehen alle blöd aus irgendwie. Ich hab's. Ja, aber in einer anderen Farbe. Und zwar in der hier. Da siehst du die Tür praktisch gar nicht mehr. Die verschmilzt mit dem Holz von außen. Perfekt. Und schon wieder habe ich perfekt gesagt. So, ich glaube, hier kommt die Katzenecke rein. Für Katzen. Erstmal ein Futternapf. Billigheimernapf. Naja, da sind Knochen drauf, das ist ja dann eher für Hunde. Wow, wow, Wahnsinnsnapf, das ist auch für Hunde, also was soll ich anders nehmen als so ein Napf? Aber den stellen wir mal näher an die Wand. Dann gibt es natürlich einen Kratzbaum für die Katze. Kratzbaum. Hier noch sowas für die Katze. Aber genau deswegen habe ich hier freigelassen. Das wollte ich nämlich hier hinlegen. Also Fenster freigelassen. Dann sowas. Natürlich gibt es alles hier für die Katze. Alles für die Katze. Komm. Hier war es doch gerade grün. Komm schon. Komm. Warum gibt es hier Hundehäuser für Katzen? Tierhaus heißt es bei den Tierhaus. Aha. Dann gibt es natürlich noch sowas. Hier passend zum Fell unserer Katze. Und was ist... Es kommt nach draußen. Perfekt. Ah, jetzt habe ich schon wieder perfekt gesagt. Da kann die Katze dann schlafen. Direkt hier neben dem Kratzbaum, der kann sie von hier unten mit Salto direkt ins Bett springen. Draußen eine Hundehütte. Katzenklo der Zukunft. Sowas brauchen wir. Da hier so. Jetzt hätte ich fast schon wieder perfekt gesagt. Aber nur fast. Dann kommen, glaube ich, hier. Das ist ja für Hunde eher. Na, wobei, das mache ich erst, wenn wir Hunde haben. Ja, hier ist das normale Katzenklo. Und dann noch Tierspielzeug. Brauchen wir natürlich auch noch. Und das war's dann mal mit den Katzen. Jetzt kommt das Pferd. Das Pferd braucht natürlich immer Heu. Oh Gott. So, hier ein Heuballen und hier ein Heuballen. Und dann mache ich noch draußen so einen großen Heuballen hin, dass das Pferd ja nicht verhungert. Heuballen, Heuballen, Heuballen und Heuhaufen. Das sind Pferdeboxen. Ein Pferdeball. Was, wie heißt der? Happy. Toll. Leckstein. Leckstein.